Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was dieses Land erlebt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was dieses Land erlebt. Der Freudsche Versprecher einer Ökosozialistin vor einigen Jahren im Deutschen Bundestag brachte die Wahrheit endlich ans Licht. Wirtschaftspolitischer Sachverstand gehörte ja noch nie zu den Kernkompetenzen der Grünen. Wie wahr? Wirtschaftlicher Sachverstand gehörte noch nie zu den Kernkompetenzen der Grünen. Zuletzt am 11. April 2023 stellte Ökosozialistin Katrin Göring-Eckardt, eine Studienabbrecherin im Fach Theologie, einmal mehr den wirtschaftspolitischen Sachverstand ihrer Partei eindrucksvoll unter Beweis. Der Strompreis wird natürlich günstiger werden, je mehr Erneuerbare wir haben. Ich habe schon gesagt, die kosten nichts. So. Atomausstieg und Windkraft machen den Strom billiger. Ja, lass Hirn regnen. Niemand erzählt so irres und wirres Zeug wie die Grünen. Und immer wieder verblüffen der Heizungskiller Habeck und seine Ökosozialisten mit ganz neuen physikalischen Erkenntnissen. Etwa, dass deutscher Atomstrom die Netze verstopft, französischer aber nicht. Weil die Atomkraft in den Netzen natürlich immer zur Verstopfung führt. Noch eine Kostprobe gefällig? Also die weniger haben, müssen besonders viel Unterstützung bekommen. Nun wollen wir an dieser Stelle die grünen Klassiker nicht vergessen. Die ganzen Begleiterscheinungen, selbst wenn du das jetzt nicht angesprochen hast, so Frage wie Rohstoffe, Kobalt, wo kommt das eigentlich her? Wie kann das eigentlich? Dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Und das. Deutschlandzerstörer stoppen.